Hallo und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Wir sind heute in Berlin und ich verspreche euch, es wird ein besonderer Tag. Warum? Nummer 1, Jessica ist hier geboren, sagt sie zumindest immer. Nummer 2, ich habe euch versprochen, euch mehr Exoten vorzustellen. Und wenn ich mir das Auto so anschaue, dann ist es gar nicht so exotisch. Ich denke nämlich, dass die Marke, die unser heutiges Testobjekt vorstellt, in Europa und Deutschland bald eine riesige Nummer sein wird. Warum? Das erzähle ich euch heute. Wie die Chinesen anders denken, die dieses Auto herstellen, ist klar. Man kann den mieten, man kann den sharen. Es gibt nicht so viele Konfigurationsmöglichkeiten. Es gibt dieses Auto nur als Vollhybride oder als Plug-in-Hybrid und es soll alles viel einfacher sein. Hier steht da der Link und Co. 01. Die 01 steht exemplarisch dafür, dass eben wirklich alles einfach ist. Und wie gut er ist. Warum ich denke, dass dieses Auto zumindest einen großen Teil der Zukunft auf dem Markt in Zukunft haben wird. Auf welcher Plattform er steht, mit wem er verwandt ist, wann der nach Deutschland kommt und warum es vielleicht was für euch ist und warum ich vielleicht der richtige Mensch bin, dieses Auto vorzustellen, das erfahrt ihr in diesem Review. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert einfach mal den Kanal, macht mir einen Gefallen. Ich bin der Jan und stelle euch jetzt den Link und Co. 01 vor, kleiner Kuss am Anfang. Mua. Ja, und am Anfang spreche ich auch über die Historie. Link & Co., die gibt es seit 2016. Und jetzt ist interessant, denn die gehören zum chinesischen Monster Geely Konzern. Wieso Monster? Was gehört denn da noch dazu, Jan? Volvo, Polestar inzwischen, Lotus inzwischen und Link & Co. Ja, ich habe die zum ersten Mal im Rennsport beobachtet. Da sind sie auch sehr erfolgreich unterwegs. Ja, und dann haben die natürlich sowas ganz neu gedacht, kann man mal sagen. Ne? Weil ihr könnt dieses Auto für 500 Euro im Monat mieten. Ihr könnt das monatlich kündigen. Ihr könnt dieses Auto sharen, einfach einen Knopf indrücken. Und ihr könnt es dann wirklich so Airbnb-mäßig einfach teilen, was großartig ist. Es gibt kaum Konfigurationsmöglichkeiten. Denn, naja, es gibt dieses Auto in Blau, in Schwarz, es gibt ihn als Hybriden und als Plug-in-Hybriden. Das war's. Und ich denke, dass es die Zukunft dafür steht, tatsächlich Link & Co. Und dann ist natürlich ganz spannend, ich habe euch ja gesagt, ne, Volvo gehört zum Konzern, heißt, der steht auf der CMA-Plattform, also der Kompakt Modular Architecture. Was steht da noch drauf zum Beispiel? Ja genau, der Volvo XC40, den wir euch vorgestellt haben, als vollelektrisches Modell zum Beispiel, als Plug-in-Hybriden, als reinen Verbrenner. Und dann ist natürlich auch noch ganz interessant eben, ja, Link sagt, okay, warum gibt es nur die zwei Motorisierungen? Die sagen eben, ja, in Europa ist es so, wir glauben noch nicht, dass das Elektronetz genug ausgebaut ist. Deshalb sind die beiden Varianten im Moment am sinnvollsten. Wir werden uns aber genau wie bei Volvo vorenthalten, dass wir vielleicht noch eine vollelektrische Variante nachschieben. Und dann ist spannend, China lässt ja nicht so viele Informationen raus, ne? Aber man kann sagen, es gibt eben diesen 01 und der war in China, es waren zwar nur 6000 Stück, nach 2 Minuten ausverkauft. Kleiner Exkurs jetzt am Rande, hier kommt ein Zug, lasst ihn uns anschauen. Ein Zug, der Zug mit den Leuten, die sich für dieses Auto interessieren. Ja, aber dann gibt es eben nicht nur den 01 dort, in Kleinserie war der brutal schnell ausverkauft, sondern es gibt eben auch den 02, das sind die beiden SUVs. Der 02 hat wohl die Platzherrschaft in dem Segment dem Mercedes GLA streitig gemacht. Es gibt den 03, der sehr stark mit dem Audi A3 oder dem 2er BMW konkurriert. Eine 04 gibt es nicht oder noch nicht, es gibt eine 05, eine 06, das sind beides SUVs und bald soll es auch eine 08 geben. Das ist ein 4,85 Meter langes, rein elektrisches Fahrzeug. Die 8 in China, eine Glückszahl. So, jetzt wissen wir Bescheid. Jetzt sprechen wir über den hier. Und erstmal, wie groß ist er denn, Jan? Ja, das ist eine entscheidende Frage im Leben. Das Auto ist 4,54 Meter lang, 1,86 Meter breit und 1,69 Meter hoch. Dass er auf der Plattform
steht, auf der ja auch der 01, der 02, der 03 oder der XT40 steht im Konzern, sieht man daran, dass er mit seinem Radstand von 2,37 Meter eben nur knapp höheren Radstand hat, als es der XC40 hat. Ich habe euch gesagt, viele Konfigurationsmöglichkeiten gibt es nicht, im Grunde keine. Blau ist hier drauf, man hat sich also für Blau entschieden, nicht für Schwarz. Und worauf ich stehe, ist, dass dieses Auto von vorne irgendwie aussieht wie so ein Porsche Macan irgendwie, haben auch viele geschrieben. Und dass man Optik hier ein bisschen anders denkt. Hier ist das Logo drauf, ne? Motor ist eben da vorne, beziehungsweise die beiden Motoren der Plug-in-Hybrid-Variante. Wir haben die Plug-in-Variante hier. Dann haben wir hier so eine Luftöffnung. LED-Licht ist hier eine mega coole LED-Tagfahrsignatur. Hier so zwei Streifen, hier nochmal eine und dann Link & Co. steht hier. Schaut euch das mal an. Sieht irgendwie aus wie ein Kia Sportage oder ein Porsche Macan. Mega geil. Dann haben wir hier noch so eine Luftöffnung. Jesse sagt immer, die ist für das Kühlen der Bremsen. Ich glaube, das ist für einen besseren CW-Wert. Und hier unten nochmal ein Lufteinlass. Ja, und das ist die Optik dann von vorne. Interessant ist auch hier schwedisches Kennzeichen AGH93S. Warum schwedisch? Ganz einfach, dieses Auto bzw. Link hat sein Design- und Entwicklungszentrum in Göteborg. Und ich denke, das kommt direkt aus Göteborg. Und jetzt sind wir hier im Profil. Und was kann ich euch jetzt hier sagen? Erstmal ganz interessant, sprich mal über die Felgen, gibt es eben 18 Zöller immer für den Hybriden und 20 Zöller für den Plug-in. Hier haben wir den Plug-in, also 20 Zöller, ganz einfach. Und jetzt schaut mal hier, diese blauen Elemente, ja, ein bisschen Shishi, Link & Co. steht hier drauf, aber eine schöne Felge. Was brauchen SUVs? Auch in China wahrscheinlich. Hier so Plastik um die Radhäuser, Plastik im Schweller und ein silberfarbenes Element. Zieht sich bis nach hinten. Dieses Blau zieht sich einmal hier um die Fenster. Wir haben dunkle Spiegelkappen hier vorne. Und ich finde, dieses Auto ist wirklich gelungen. Schaut mal hier, schwarze Dachreling, riesiges Panoramadach, was man auch öffnen kann, was sehr geil ist. Und jetzt bin ich ja der Typ, der euch nicht nur erklärt, warum das Auto schön aussieht, sondern auch, wo ihr es laden könnt. Und da gab es ein bisschen Verwirrung bei mir, weil ihr könnt den natürlich an der Haushaltssteckdose laden. Schaut mal hier, mit Magnet kann man das öffnen. Dann wäre er in 5 Stunden voll. Jetzt ziehe ich auch nochmal für euch raus. Aber ihr könnt den natürlich auch laden. Und da geht es schon los. Ist ein bisschen schwer. Wahrscheinlich muss ich innen öffnen. Schaut mal hier, kann man das öffnen. Genau. Und dann müsste das funktionieren. Tut es nicht, ist wahrscheinlich noch zu. Jedenfalls, ihr könnt den in 5 Stunden an der Steckdose zu Hause laden. Und wenn er ja mit den gleichen Werten beladbar ist wie der Volvo XC40, dann mit 3,6 kW Schnellladen. Maximal. Der Akku liegt im Mitteltunnel, 17,6 Kilowattstunden groß, schön unterflurig, hat dann einen relativ tiefen Schwerpunkt, Verbrenner vorne, 7-Gang DSG vorne und dazwischen ist dann der Elektromotor. Ja, und jetzt gehen wir mal ans Heck, ganz ehrlich. Ich beschwere mich ja oft, dass die VW-Konzernprodukte alle ähnlich aussehen. Und hier haben wir mal was Neues, sieht wirklich anders aus und das wollen wir einfach mal schätzen, Link & Co. Wenn ihr nicht mehr wisst, wie das Auto heißt, Link & Co. steht hier drauf. Hier haben wir dann die Rückleuchten. Die sind kleinteilig, mehrteilig, aber besonders. 01 steht hier drauf. Wenn ihr nicht mehr wisst, wie euer Auto heißt, 01, finde ich auch ganz interessant. Zwei echte Endtöpfe hier unten. Kleiner Diffusor haben wir hier auch. Und von hinten, ja, ein gefälliger, aber anderer Look ist ganz gut. Der nimmt 1,8 Tonnen auf den Haken. Der Vollhybrid 1,5 Tonnen. 466 bis 1213 Liter Kofferraumvolumen. Dadurch, dass der Akku eben schön im Mitteltunnel sitzt, haben wir hier kaum Einbußen. Und jetzt habe ich es ja vorne im Video schon verkackt, ne, mit dem Öffnen. Aber hier Kabel fürs Schnellladen, findet hier schön Platz. Und hier haben wir ja dieses Teil für die Steckdose zu Hause und eine Herrenhandtasche, wo man die Kabel im Zweifel auch reinmachen kann. Aber hier liegen sie wirklich gut drin. Link & Co. Matte ist hier. Und jetzt will ich euch natürlich nicht nur was sagen über das Volumen, sondern auch die Rückbank umklappen. Und jetzt gucken wir uns das an. Kaum eine Kante da, schaut mal, mega geil. 12 Volt Steckdose ist auch hier. An den Haken, ihr könnt da ein bisschen was aufhängen. Infinity Anlage ist hier. Ganz ehrlich, Leute, ich kenne die Anlagenmarke nicht.
Aber macht ja nichts. Elektrische Heckklappe gehört auch bei den Chinesen zum guten Ton. Rückfahrkamera sowieso. Alles, was ihr hier seht, übrigens an Ausstattung, ist halt Serie, weil fast alles Serie ist. Was wir jetzt machen wollen, ist auf die Rückbank springen und dann schauen wir uns einfach mal an, wie viel Platz da ist. Radstand mit 2,73 Meter sollte hier eigentlich genug sein. Kommt mit. So, und jetzt guckt mal. Was ein Platzparadies. Link & Co. steht wieder hier drauf, falls ich nicht mehr weiß, wie die Marke heißt. Viele haben ja geschrieben, die klingt so ein bisschen wie ein Steuerberater, passt gar nicht zu Autos, aber ich finde die eigentlich ganz cool vom Naming her. Aber ich soll auch wieder nicht so viele Anglizismen verwenden. Riesenglasdach ist ja mega geil. Dann haben wir hier eine Leuchte, die über Touch funktioniert. Heller Himmel, was es leicht zum Filmen macht. Und jetzt schaut mal hier die Sitze. Erstmal habe ich hier eine Armauflage, sehr schick. Jetzt kann ich von hier natürlich die Sitzbank wieder umklappen. Schaut euch das an. Ganz gut, ne? Und jetzt Platzparadies, mega. Das Auto hat hier einen USB-C-Stecker, sehr praktisch, weil eigentlich hat man immer den dabei, den man gerade nicht hat. Diese blauen Elemente, ja, okay, ist ein Stoff, ja, okay, die Ziernaht, ja, okay. Verarbeitungsqualität hier drin steht ehrlicherweise den deutschen Sub-Premium-Herstellern um ganz wenig nach, finde ich. Aber dafür schauen wir jetzt mal zusammen in die Tür. Hier ist wieder diese Infinity-Anlage, niemand kennt sie oder bei mir nur eine riesige Bildungslücke. Hier haben wir ja so ein bisschen Bezug, eine Polsterung, zwar ein Hartplastik, aber hier mit einer schönen Maserung. Hier oben auch ein Hartplastik, einigermaßen, aber auch eine schöne Maserung. Ja, hier unten dann wirklich Hartplastik, hier auch ein bisschen. Aber ganz ehrlich, Leute, das ist ganz solide gemacht, finde ich. Das Dach da oben hat auch eine Jalousie. Aber jetzt sprechen wir über die Motoren und wo es bei mir ja immer so ist, dass ich oft ein bisschen Angst habe, euch so VW-Autos vorzustellen, weil die haben halt 3000 Motoren. Ich kann mir nichts merken, je älter ich werde, desto schlimmer wird es sowieso. Und hier alles ganz einfach, weil wir haben einfach nur zwei Arten von Motoren. Wie gesagt, eine vollelektrische Version wird es vielleicht bald noch geben. Links sogar in Europa wissen wir gar nicht, ob das so wirklich aktuell schon so kompatibel ist. Vor allem, weil wir urbane Kunden haben, so, die so in etwa 34 sind, also wesentlich älter als ich. Deshalb erstmal ein Plug-in-Hybrid. Vor allem, weil der ja auch voll förderfähig ist. Was man jetzt wissen muss, das Auto wiegt knapp unter 1,9 Tonnen. Ist also relativ schwer, aber die Plug-ins sind ja immer relativ schwer, ne? Wenn man dann einen Hybrid nimmt, der hat einen kleineren, einen 1,8 Kilowattstunden fassenden Akku, der hier hat halt einen 17,6 Kilowattstunden fassenden Akku brutto, also ist er ein bisschen schwerer, allerdings kann man den auch an der Steckdose eben laden und hat eine rein elektrische Reichweite von 69 Kilometer nach WLTP. Und erstmal ist hier der Verbrenner, Link & Co. steht hier drauf, ne? Und jetzt ist die Frage, rein Dreizylinder, 1,5 Liter, 180 PS, 265 Newtonmeter maximales Drehmoment. Und dann haben wir einen 7-Gang DSG, den Verbrenner und dazwischen sitzt ein Elektromotor mit 60 kW. Ne, der hat dann 160 Newtonmetern. Insgesamt haben wir 261 PS. Das insgesamte Drehmoment habe ich nirgends gefunden, wird wahrscheinlich nicht angegeben. Und geil ist, der beschleunigt über die Front und das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe in 8 Sekunden auf 100, wird 210 km/h schnell und hat einen Normverbrauch von 1,2 Liter. Die 1,2 Liter sind Käse, vergisst es, das ist Quatsch, das erreicht man nicht. Wenn ihr wissen wollt, was ihr wirklich brauchen, müsst ihr dranbleiben. Aber ich spreche jetzt noch über den Hybriden. Und wenn ihr nie vorhabt, das Auto zu laden, ist der Plug-in-Hybride Quatsch. Dann nehmt ihr den Hybriden, ist viel sinnvoller, weil das Auto wiegt etwa 150 Kilo weniger als der, hat allerdings auch ein bisschen weniger Leistung. Der hat auch einen reinen Dreizylinder, 1,5 Liter Motor drin mit 143 PS und dazu kommt ein nur 40 Kilowatt starker, 40 kW starker Elektromotor und insgesamt haben wir 197 PS. Der beschleunigt eine Sekunde langsamer, also 9 Sekunden auf 100, wird 190 km/h schnell, also ein bisschen weniger schnell. Ist allerdings leichter, kann man allerdings nicht an der Steckdose laden, heißt keine elektrische Reichweite, rein elektrische, die so lang ist, dass wir eine Förderung bekommen, heißt dieses Auto wird in Deutschland sehr vermutlich viel beliebter sein. So, ganz schön viel erklärt, ne? Und nur ein Zug durchgefahren. Was wir jetzt machen, ist reinspringen, ich zeige euch den Innenraum, ich glaube, das wird ziemlich spannend und dann wird gefahren, kommt mit. Kommen wir zum Innenraum und erstmal ist es krass, weil der ist komplett konnektiv,
Over-the-Air-Updatebar, immer online. Sprachsteuerung haben wir hier drin, die wirklich gut funktioniert. Ne? Wir haben eine Dashcam hier drin zum Beispiel. Ja, und den Rest zeige ich euch dann später. Und eine große Sache, vor allem bei so Automobiljournalisten, Dinos, wie mir ist immer, die chinesische Marke, der Innenraum, der muss doch scheiße sein. Wenn man sich da mal nicht täuscht, ne? Weil Link & Co. gehört ja zu Geely und da gehört auch Volvo oder Polestar dazu. Und die sind ja wohl auch nicht so schlecht, was die Qualität angeht, oder? Und jetzt schauen wir uns das mal an. Erstmal die Sitze. Die sind aus so einem recycelten Material. Jesse sagt recycelbar. Ich glaube, sie sind aus einem recycelten Material. Oben blau, aus Stoff, integrierte Kopfstütze. Fassen meine dicke Hüfte echt ganz gut ein hier. Bei mir sind sie elektrisch steuerbar. Der von Jesse ist manuell steuerbar. Aber das ist auch echt okay und passt gut in die Zeit. Natürlich gibt es bessere Sitze, keine Frage. Aber naja, die sind im Winter nicht zu kalt, im Sommer nicht zu warm. Ich mag Stoffsitze, ist ein reduzierter Sitz. Irgendwo muss man ja ein bisschen was sparen. Und die größte, nächste Frage ist, wie ist es mit der Materialqualität? Und jetzt schaut euch mal dieses Plastik hier an. Das wirkt fast besser als das im Golf, ehrlich. Ist auch nicht so hart, sondern weich. Interessantes Material. Dieses Zierelement gefällt mir nicht. Das ist ein ganz interessantes Material, das ich so noch gar nicht kenne. Hier bekommt man das Handschuhfach auf. Link & Co. Einstiegsleiste zum Unternehmensberater oder Anwalt Jan, Link & Co. Fußmatte. Und wenn man dann in die Tür schaut, dann habt ihr ja oben wieder dieses Wabenmaterial, unten so ein Plastik, so ein mattes, nochmal ein Plastik. Ja, und dann habt ihr da so ein, naja, was ist das? Sieht aus wie so ein verkratztes Plastik, okay. Ja, und unten ein bisschen Hartplastik, aber das ist echt okay. So viel besser ist ein VW-Konzern, ehrlich gesagt, auch nicht. Wenn man dann über das Glasdach hier drin spricht, das ist mega, weil das kann man auffahren. Schaut euch das an und dann hat man hier drin so ein halbes Cabrio und hinten hat man so eine Jalousie, wenn man das dann wieder ganz aufmacht, ist nicht selbstverständlich. Zum Beispiel der Polestar 2 hat nicht so eine Jalousie. Schaut mal da hinten und jetzt habe ich mich schon fast verschluckt, weil ich zum nächsten Thema komme. Der relativ breite Mitteltunnel hier ist gut, hat man ein bisschen mehr Abstand zum Nebenmann. Ne? Der ist gut ausgekleidet hier, auch schön mit so einem, ist das Filz oder halt so einem Stoff. Ne? Hier unten Plastik und dann haben wir hier was, wo wir das Handy induktiv laden können. Wenn ich es reinlege, kommt immer meine Kreditkarte, warum auch immer. Wahrscheinlich will das Auto, dass ich meine nächste Fahrt zahle, weil ich es mir ja geliehen habe. Und dann ist es geil, weil wir haben kaum Knöpfe, aber die wir haben, sind mega gut und mega wichtig. Also echt gut. Schaut mal, hier könnt ihr dann kälter, weniger kalt machen. Hier könnt ihr die Klima stärker, weniger stark machen. Vorne die Scheibe frei, hinten frei, Klima an oder Auto einfach hier hold. Hier dieser Gangwallhebel sieht so ein bisschen aus wie so ein Atari aus den 70er Jahren. Aber das ist okay. Drive Mode Schalter hier, Parkbremse eben. Und hier noch ein Drehregler für lauter, leiser. Hier ist übrigens der Schlüssel, der ist nicht so schön, aber auch sehr reduziert, passt eben zusammen. Cupholder, Armauflage, USB-C, USB-Stecker und 12-Volt-Steckdose, sehr durchdacht. Heller Himmel, hier drin alles hell, Licht durchflutet, sehr viel Platz. Jesse soll jetzt mal reinkommen und ich zeige euch dann den Rest von diesem Auto. Infinity-Anlage, hier ist übrigens auch gut. Und wenn man jetzt das Lenkrad anschaut, dann ist es nicht zu dick, nicht zu dünn, sehr hart übrigens, drei Speichen. Link & Co. steht hier drauf. Blaue Ziernaht, die zieht sich durchs Auto durch, das macht schon durchaus Sinn. 12,7 Zoll Cockpit hier digital, 12,3 hier. Interessant ist, das sieht größer aus als das, aber naja, egal. Aber sie sind beide auf jeden Fall groß. Wir können auf dieser Seite hier unten die Tankklappe aufmachen, Kofferraum hier auch ganz gut. Und hier haben wir dann alles fürs Licht übrigens. Die Assistenten sind hier auf der Seite. Und da guckt mal, könnt ihr hier Tempobegrenzer, adaptiver Tempomat durchspielen. Das war's und den Abstand zum Vordermann. Was dann gut ist hier, ist, ihr könnt die Navigation anzeigen, Medien, Bordcomputer, Apple CarPlay, Android Auto gehört zum guten Ton und eine Energieflussanzeige. Und in der Mitte sehen wir dann unser Auto, was wir dann später auch beim Fahren sehen. Liegt gut im Sichtfeld, ich finde direkt eine Position hier. Kann übrigens auch das Lenkrad in alle Richtungen verstellen, sehr gut gemacht. Und jetzt spricht man hier über dieses Infotainment. Und erstmal, hier ist der Home-Button, interessant, aber darum geht es nicht, sondern erstmal, wenn man gar keinen Bock auf gar nichts hat und so moderner Mensch ist wie ich, spricht man über die Sprachsteuerung. Mir ist kalt. Ich habe die Temperatur erhöht. Hallo. Navigiere zum Flughafen Berlin.
In der Nähe wurden mehr als eine Flughafen gefunden. Welches Ziel? Hat tatsächlich geklappt. Also das System versteht mich. Besser als meine Freundin, aber auch ein bisschen langsamer als meine Freundin. Was haben wir hier? Apple CarPlay, Android Auto, Radio, Navigation ist dann hier zum Beispiel. Kann man dann auch reinzoomen zum Beispiel. Jetzt wisst ihr genau, wo wir sind, nämlich in Berlin. Und dann hier Carsharing. Da gibt es einen eigenen Knopf. Das funktioniert noch nicht so richtig. Da ist jetzt nur hier die Baker Street eingetragen. Aber da kann man einfach drauf drücken und dann kann man dieses Auto direkt timen oder einfach zum Sharen bereitstellen und spart sich dann was. Mega gut. Hier ist dann zum Beispiel die Sitzheizung, was Interessantes. Lüftung ist dann hier, könnt ihr anmachen, ausmachen. Ne? Und wenn er dann wieder hier drauf geht, kommt er immer zurück. Es gibt auch Apps hier drin, was ich ganz interessant finde. Aber die laden wahrscheinlich noch nicht so richtig, weil ist, glaube ich, noch Vorserie. Meine Apps, Kategorien. Da wollen wir jetzt Link und Co. keinen Strick draus drehen. Und dann haben wir einen Car Guide hier, was auch ganz interessant ist. Der lädt allerdings eine Weile. Erste Schritte, hey Frank, ich bin nicht Frank, erkunden 360 Grad. Ist auch lustig, schaut mal, hier ist er. Kann man ihn so ein bisschen drehen. VR Interior suchen, Start. Hey Frank, wer ist denn Frank? Ich bin nicht Frank. Aber da könnt ihr euer Auto so ein bisschen erkunden. Carsharing ist hier, habe ich euch gezeigt. Fahrzeugstatus ist hier. Da haben wir eine Energieflussanzeige. Ihr könnt die Batterie sparen oder laden über den Motor. Kommen wir auch später dazu. Zweiteres ist keine gute Sache, energiepolitisch, aber wichtig, dass es das gibt. Und hier, teile eine Idee. Du hast eine Idee. Jesse verkaufen gegen 48 Kamele. So, senden. Das machen wir jetzt einfach und das ist meine Startup-Idee, die wir jetzt hier in diesem Auto verschicken können. Mega witzig, Posteingang. Und auch sehr geil ist hier Kamera nach außen. Könnt ihr dann ein Bild machen. Zack, macht das ein Bild. 3, 2, 1. Das ist ja sehr witzig, aber noch lustiger ist nach innen. Da sind wir. Wir müssen natürlich hochschauen. 3, 2, 1. Hochschauen, Chassis. So, hat ein Bild gemacht. Galerie. Da sind jetzt wir. Sehr, sehr, sehr lustig. Und der Mensch, der uns das Auto gebracht hat. Danke nochmal, Amigo. Da ist er. Guckt euch das an. Sehr geil. Posteingang, Kamera, Mediennavigation. Und hier sind noch Games. Die checke ich nicht. Also wenn jemand irgendwie diese Spiele hier versteht, dann lade ich ihn auf ein Bier ein. Aber jetzt habe ich 8 Minuten über den Innenraum gequatscht. Oh mein Gott, so lange hätte es nicht werden sollen. Aber jetzt fahren wir los, weil war ja wichtig, den Innenraum zu erklären. Oder etwa nicht? Zu lang? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir fahren los. Ja, jetzt fahren wir los. Seid ihr bereit? Ich hoffe doch. Schaut mal hier, das ist das Gesicht, das ich mache, wenn Jessica gerade losfährt. Aber ich glaube, ihr geht es auch nicht viel besser mit mir. Hier machen wir jetzt das Auto an. Und wie ihr hört, hört ihr nichts. Warum? Dafür schauen wir uns jetzt mal den Modus an, in dem wir sind. Das ist der hybride Modus. Und hier steht schon, jetzt entscheidet das Auto selbst, Elektro oder normal. Gang rein und wir fahren rein elektrisch los. Warum eigentlich? Das liegt eben daran, dass man weiß, dass ein Auto den höchsten Spritverbrauch beim Verbrenner hat beim Losfahren. Da hilft ein Elektromotor. In dem Fall hier der 60 kW Motor. Hier drin, was direkt auffällt, es ist wirklich gut gedämmt. Ne? Was außen auffällt ist, der Motor macht auch ein ganz gutes Geräusch. Ja, und wir sitzen gut, komfortabel, gefedert auch. Was direkt in der Kurve auffällt hier ist, es ist eher ein komfortables Auto, denn ein extrem sportliches. Aber wir haben hier ja relativ viel Leistung drin. Ne? Und jetzt machen wir einfach mal was anderes hier. Den Power-Modus rein und was ich euch auch noch zeigen will, eigentlich hier ist nicht dieses Gesicht, sondern den Power-Flow, weil da können wir dann immer schön verfolgen, wie die Energieflussanzeige ist. Hier vorne haben wir dann auch so eine Energieflussanzeige, die ich euch reinmachen kann. So, und jetzt schalten wir auf Power und ich beschleunige einfach mal durch. Ja, fast 100. Hier geht halt die Straße aus. Bremse ist auch ganz gut. Aber wenn man jetzt schnell in eine Kurve fährt, dann merkt man ja so ein bisschen leichte Stempeln vorne. Ne? Aber es ist halt auch ein schweres Auto. Aber trotzdem, mit der Power hier drin, kann der schon echt Spaß machen.
Was dann natürlich auch interessant ist, sind die Assistenten. Ne? Weil wenn man die hier reinmacht, macht man so 50, 55, der hält die Spur, erkennt die Geschwindigkeit, ne? Hält den Abstand zum Vordermann. Und Volvo zum Beispiel ist ja auch sehr bekannt für die hohe Sicherheit und die vielen Assistenten, also alle, um teilautonom Level 2 zu garantieren, haben wir hier drin. Und wenn man jetzt hier mal schaut, der hybride Modus, dann ist es echt interessant, weil wir haben hier ja die Energieflussanzeige. Heißt, ich gebe hier mal Gas und jetzt gebe ich Energie aus. Das seht ihr dann auch da vorne. Gehe ich allerdings vom Gas, dann rekuperieren wir. Was bedeutet das? Der E-Motor, der ja zwischen Verbrenner und Siebenganggetriebe sitzt, dient andersrum als Generator und lädt den Akku, der hier unter dem Mitteltunnel sitzt, wieder auf. Und wenn ich dann wieder Gas gebe, unterstützt der E-Motor den Verbrenner wieder beim Gas geben, beziehungsweise irgendwann schaltet der Verbrenner hinzu. Das ist eine echte Symbiose. Warum ist das gut für die Stadt? Und naja, Link und Co. sagt ja, das Auto ist was für Leute für die Stadt und deswegen bieten wir auch keinen E-Antrieb aktuell an, weil das sehen wir das einfach nicht, dass Leute, die in der Stadt wohnen, genügend Möglichkeiten haben, zu Hause zu laden. Und da bin ich voll bei euch. Ist wirklich sinnvoll. Für die ist vielleicht hier so ein Plugin, den man hin und wieder mal laden kann oder auf der Arbeit, vielleicht viel sinnvoller. Und irgendwann, wenn es dann soweit ist, kann man den anderen, den vollelektrischen, dann ja hoffentlich auch nachschieben. Aber es gibt ja auch Leute, die sich das Auto kaufen und sagen, hey, also ich habe 69 Kilometer elektrische Reichweite und wir haben es ausprobiert. Wir kamen über 50 Kilometer damit weit. Ich fahre jeden Tag 10 Kilometer zur Arbeit. Ich will voll elektrisch fahren. Die stellen hier einfach auf Pure. Das ist auch interessant. Man kann ja über den Verbrenner den Akku laden oder den Füllzustand auch halten hier dann. Was interessant ist, Elektromodus, dann haben wir hier 42%, 66% Akkuladung. Und jetzt fahren wir rein elektrisch. Und ich bin mal ruhig. Kein Verbrenner. Ganz leise, das entschleunigt. Das macht auch Spaß übrigens beim Beschleunigen. Wenn man allerdings einen Kickdown macht, ne, dann kommt der Verbrenner dann irgendwann dazu, aber man kann das auch übersteuern. Ich finde, die sinnvollste Einstellung ist hier der Hybridmodus. Und was man jetzt gar nicht unbedingt unterschätzen darf, sind nicht nur die Assistenten hier drin, sondern der Verbrauch. Ich habe ja gesagt, ey, 1,2 Liter, Leute, vergesst mal diesen Wert aus eurem Kopf raus, weil das ist ein völlig sinnloser Wert. Das Auto ist relativ schwer, hat relativ viel Leistung. Was haben wir jetzt hier drin verbraucht? Und ich habe es geschafft, das Auto ja mit 6,6 Liter zu fahren, was ein guter Wert ist. Der Wert kommt eigentlich einem Diesel nahe. Und in der Stadt ist es noch viel besser, weil wir da ja sehr viel bremsen, sehr viel anfahren und gerade da dieser Plug-in-Hybrid sehr sinnvoll ist. Wenn man natürlich jetzt rein elektrisch fährt und normal fährt und nicht ein extrem vorsichtiges Gas- oder E-Füßchen hat, dann hat man natürlich kW-Verbräuche auf 100 Kilometer von unter 30 Kilowattstunden, aber das ist dann natürlich relativ viel. Aber was ich eben schön finde, ist eigentlich eher dieser Mischkonsum, ne? Dass man mit Verbrenner, mit E-Motor fährt und das finde ich dann ganz sinnvoll. Und was viele, die sportlich fahren wollen, da draußen sinnvoll finden, ist halt der Power-Modus, weil jetzt haben wir halt die volle Leistung, die volle Newtonmeter-Anzahl von beiden Motoren hier drin und wir wären 210 km/h schnell auf der Autobahn. Insgesamt mit dem 42-Liter-Tank haben wir eine sehr hohe Reichweite insgesamt dann auch, ne? Und das ist wirklich gut. Und wenn mir alles zu doof ist, schalte ich hier einfach die Assistenten rein, 66 km/h und selbst hier auf der Landstraße oder auf der Autobahn lasse ich es einfach laufen, kann auch hier den Abstand dann zum Vordermann schön einstellen. Ach so, jetzt bin ich auf die Sprachsteuerung gekommen oder wenn ich irgendwas wissen will, frage ich hier einfach. Ich bin hier. Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Diese Funktion wird per Sprachsteuerung leider momentan nicht unterstützt. Ja, macht ja aber auch nichts. Jedenfalls bin ich großer Fan von diesem... Also, was auch noch interessant ist, auf was mich Jesse gerade hingewiesen hat, es gibt ja auch noch den B-Modus, sieht man dann hier vorne. Und wenn man jetzt eine stärkere Rekuperation will, vor allem in der Stadt und ein sogenanntes One-Pedal-Driving, dann zieht man den B-Modus, geht hier vom Gas, schaut mal, ich bin ganz weg davon, und dann bremst er bis ganz fast vom Stillstand, hat eben den Vorteil, dass man die Bremse da unten eigentlich nahezu weglegen kann, One-Pedal-Driving hat. Ja, und damit ist das Auto eine wirklich eierlegende Wollmilchsau aus meiner Sicht. Andere sagen, es ist ein komischer Zwitter und nichts Ganzes und nichts Halbes. Den Rest entscheidet ihr. Ich erkläre euch, was ich vom Auto halte im Fazit.
Kommen wir zum Fazit. Und ganz ehrlich, ich fühle mich ein bisschen schlecht, weil eigentlich hat mich Link & Co. gar nicht eingeladen, sondern ich mich selbst. Ich habe das Auto gesehen, drüber gelesen und gedacht, den muss ich euch vorstellen, weil er ein bisschen anders ist. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, kann ich den vorstellen? Und die haben gesagt, Jan, wie alt bist du? Dann habe ich gesagt, 39. Und dann haben sie gesagt, mega, unser Zielkunde ist im Schnitt nämlich nur 34 Jahre alt. Dann habe ich gesagt, ja, okay, wenn das so ist, da bin ich ja wesentlich jünger. Aber trotzdem kann ich mich so ein bisschen in die Menschen rein versetzen. Und deswegen ist es auch ganz interessant, weil ich sage euch was, meine Generation, die steht nicht so sehr auf Kaufen. Ihr könnt dieses Auto kaufen, die steht auch nicht so sehr auf lange Vertragslaufzeiten. Die gibt lieber ein bisschen mehr Geld aus und ist dafür flexibler. Für 500 Euro könnt ihr den im Monat mieten. Und jetzt ratet mal, wie viele Leute prozentual den mieten. Scheinbar bisher 90%, das ist eine richtig krasse Zahl. Und außer Sprit oder eben Strom, in dem Fall hier, ist alles übernommen. Man ist flexibel, aber 500 Euro, das ist natürlich halt auch eine Menge Holz. Außerdem ist es so, ihr könnt dieses Auto dann vermieten, innen gibt es einen Knopf, ne? Und so Airbnb-mäßig ist das dann eben ein Mietsauto und die Rate fürs Auto, die 500 Euro, die reduziert sich dann. Jetzt gibt es gerade bei uns in Baden, nicht in Berlin, so einen Spruch, Frauen und Autos verleiht man nicht. Aber ich denke trotzdem, dass das irgendwie die Zukunft ist. Genauso wie die wenigen Konfigurationsmöglichkeiten. Link sagt auch, das Auto kommt Mitte 2021. Wenn er den bestellt, soll er in wenigen Tagen bei euch sein. Und das ist die Zukunft. Wenn ihr aber altmodische Menschen seid, wie, ja, ich gebe es zu, ich, und jetzt nicht unbedingt mit der Bahn fahren wollt, die übrigens da kommt, mit den Leuten im Zug, die mein Video interessiert, ja, dann ist so, dann könnt ihr den auch kaufen. Und was kostet der jetzt? 35.000 Euro als Vollhybride oder 42.000 Euro als Plug-in-Hybrid. Die Differenz von 7.000 Euro, wie kommt die zustande? 6.750 Euro ist die Förderung für Plug-in-Hybride mit einem Netto-Listenpreis unter 40.000 Euro. Sehr clever, Link, aber da könnt ihr halt dann eben auch eine Dienstwagensteuer von 0,5% absahnen, was Interessantes, und eine Kaufpreisprämie eben in der Höhe. Und dann sind sie fast gleich teuer. Und dann nimmt man doch die höher motorisierte Version. Oder man schaut bei GoLeasy vorbei. Was machen die? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasing-Angebote. Und die suchen für euch den garantiert besten Preis, ist auch die garantiert beste Plattform. Sonst wäre es ja nicht unser Kooperationspartner. Hier seid ihr bei dem garantiert besten Autotester eures Vertrauens, dessen Kanal The Car Crash Review ihr abonnieren müsst jetzt. Ja, ihr müsst. Macht das. Ist eine gute Sache, denn bei uns gibt es jeden Tag neuere Karren. Ich bin der Jan. Wenn ihr es abonniert, gehe ich auch zum Friseur oder trage wieder Mütze oder auch nicht. Was auch immer, schickt mir Liebesbriefe. Ciao, tschüss.